Wer hört diesem Abschaum denn zu? Gefühl, dass alle paranoid sind. Was ist los mit ihm? Sheriff, ich habe Orlov gefunden. Er ist tot. Was? Sind Sie sicher, dass er es ist? Naja, ich habe ihn zwar nie offiziell getroffen, aber er sieht genauso aus wie einer der Ärzte aus der Klinik in Alaska, von der ich Ihnen erzählt habe. Damals nannte er sich McFadden. Meine Güte, Adam, was genau ist in dieser Klinik passiert? Ich weiß nicht, ich lag im Koma. Geführt wurde es von der Weltgesundheitsorganisation. Anlage 451. Können Sie sich das mal ansehen? Natürlich. Ich werde seine Leiche und das Apartment durchsuchen. Mal sehen, was ich finde. Thank you.
Irgendein Superkopf, den Sie schicken, um die Armen zu schikanieren? Was ich nicht habe, besorge ich mir.
und augmentiert. Hier drüben. Oh Mann. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als meine Zeit zu verschwenden? Denken Sie mal drüber nach. Hier nicht rein. Reum Techno. Uyoboki dürfen hier nicht rein. Seht euch das an. Der Bank in Prag
Ich rieche X-Corps 10 Meilen gegen den Wind. Wenn man einmal gelernt hat, so zu laufen, verlernt man es nicht mehr. Ich rede nicht mit Corps, auch nicht mit X-Corps. Im Rest von Prag kannst du nicht trauen. Halt dich lieber an die Profis im Rotlichtviertel. Darf ich ihn bringen? Kumpel, ich weiß nicht, aber dürfen Sie überhaupt hier sein? Was immer Ihr Ding ist, Arm. Kirche des Maschinengottes. Vincent Black? Ich bin's, Dobromila. Bitte, Sie... Nein, Sie sind zu... Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Ich... warte auf jemanden. Ich weiß von Ihrem Treffen. Und ich will Vince auch finden. Vielleicht können wir einander helfen. Wer sind Sie? Was glauben Sie zu wissen? Vince und ich arbeiten zusammen. Ich weiß, wer er ist und was er tut. Und ich weiß, dass Leute sich wegen ihm Sorgen machen. Ist er in Gefahr? Ist ihm etwas zugestoßen? Das weiß ich noch nicht. Ich versuche gerade, es herauszufinden. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht als Einziger in Gefahr ist. Das war ein Schuss ins Blaue. Sie hatten keine Ahnung, wer ich bin und was ich hier will. Es war kein völliger Schuss ins Blaue. Sie sind offensichtlich kein Dwelly. Aber ich hätte wissen müssen, dass Vince Black nicht augmentiert ist. Ich sollte diskreter sein. Sie aber auch. Welches Problem haben Sie genau? Vince wollte Informationen von mir kaufen. Über die Operation meines Mannes. Flester betreibt ein... etwas, das Vince untersucht hat. Kommen Sie näher und küssen Sie meinen Hals.
Ihr Mann leitet eine Dwelly-Operation. Ich nehme an, hier sind Leute, die wissen, wer er ist. Wird es nicht Aufmerksamkeit erregen, wenn ich seine Frau küsse? Flirten ist okay. Das erwarten sie. Er betrügt mich, ich betrüge ihn. Aber seine Geschäfte sind eine andere Sache. Wir müssen diskret sein, Schätzchen. Bitte, ich sage alles, was ich weiß. Was Sie wollen. Aber nicht hier. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Sie verstehen? Sie müssen mir alles sagen, was Sie über Vince wissen. Ich weiß nur, dass Vince eine Vergangenheit mit den Dwellys hat. Was für eine Vergangenheit? Eine, wegen der er keine Angst hat, ihnen entgegenzutreten. Bitte, es gibt Mut und es gibt Selbstmord. Wir sollten uns hier nicht unterhalten. Wo sollten wir uns dann unterhalten? Oh, Schätzchen, Sie sagen so schöne Sachen zu mir. Ich kann Sie hier rausbringen. Ihnen passiert nichts. Nein, ich will nicht, dass Sie uns zusammen sehen. Bitte. Ich reise heute Nacht mit dem Zug ab. Es gibt einen ruhigen Hof an den Gleisen in Pschekaschka. Gehen Sie vor, wir treffen uns dort. Sie bekommen von mir alle Informationen, die Sie brauchen. Kommen Sie bis dahin allein zurecht? Ich habe jahrelang die Ehe mit diesem Mann überlebt. Da schaffe ich auch diese Nacht. Ich komme klar. Ich brauche nur noch einen Drink, um Mut zu kriegen und die Zunge zu lösen. Wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Draußen, bei den Gleisen, Schätzchen. Yeah.
Die Lara, sind Sie da? Was gibt's, Adam? Haben Sie etwas Neues über Vince? Ich habe gerade mit seinem Kontakt gesprochen. Eine Frau, von der er Infos über eine Operation der Dwellys wollte. Aber er ist nie aufgetaucht. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Adam. Tun Sie Ihr Möglichstes, um seine Spur aufzunehmen. Hoffentlich ist er okay. Thank you.
gedacht sind. Safe Harbor Initiative. Von wem? Die Katastrophe ist vorprogrammiert. Schlimmer als Gotham City kann es zwar nicht.
Das muss... Thank you.
zweites Auge leise. Also, ich weiß, Kämpfer für sich halten das Humanrecht.
ein Geräusch. Знаешь, что такое бур...
So tut. Thank you.
drauf singen. Thank you.
doch schon! Thank you.